Einen wunderschönen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht es um die Charakterstellung. Worauf müssen wir achten? Worauf sollten wir achten? Was sollten wir vielleicht nicht so nehmen? Wichtige Tipps zur Charakterstellung. Als allererstes haben wir hier erstmal die ganzen Rassen, die wir uns aussuchen können. Oben kleiner Text dazu, der kurz erklärt, wofür die Rassen sind. Wir können ja mal ganz kurz die ganzen Spezies durchgehen. Die Urläufer sind eine sehr gewandte anthropomorphe Spezies. Als Hybrid hat ihre Genmutation sie flink und wendig gemacht, allerdings auf Kosten eines höheren Intellekts. Sie sind nicht gerade sehr intelligent, aber sie haben halt eine hohe Agilität und sind besonders flink und wendig. Kritische Treffer haben sie schon mal 4%, Beutechance 3%, Falschen 28 ist jetzt, also alles auf 28 ist okay, wäre jetzt vielleicht ein Charakter, den man auf Zweihandwaffen spielen kann, also nicht Zweihandwaffen, einhändig Hiebwaffen, womit man halt etwas schneller zuschlagen könnte. Von allen Anthro-Spezies gehören die Dumnon zu den am wenigsten entwickelten. Die Hybridwesen kompensieren ihre mentale Schwäche mit Körperkraft. Sie sind halt für den Nahkampf geeignet. Solltet ihr Nahkämpfer nehmen wollen, auf Zweihandwaffen, richtig starke Waffen, die massiv Schaden verursachen, na, wäre das wahrscheinlich einer der besseren Wahlen. Hier haben wir einen Rex. Die Rex sind eine außergewöhnlich weiterentwickelte Spezies, der DNS-Strang dieser verstoßenen Hybridwesen hat sich physischen und mentalen Herausforderungen gleichermaßen angepasst. Hier haben wir so ein ganz gutes Zwischending zwischen Vitalität und Intellekt. Würde sich vielleicht für einen Spieler eignen, der so auf Vitalität gehen möchte, der so auf Tank geht und halt ein bisschen auf Intelligenz. Dann haben wir hier die Heiler, Hühler, wie man sie auch nennen mag, sind eine Spezies mit regenerativen Eigenschaften. Eine Genmutation hat die Hybridwesen extrem robust und widerstandsfähig gemacht. Hier haben wir natürlich eine Rasse, die hauptsächlich auf Vitalität geht. Also wenn man weniger Intelligenz möchte, doch mehr Vitalität, sollte man diese Rasse nehmen. Dann haben wir die Spezies der FIP ist bekannt für ihren hochentwickelten Verstand. Ihr genialer Geist ist eng verflochten mit den Ki-Kräften, was ihre psionische Energie noch verstärkt. Hier haben wir natürlich tatsächlich eine Spezies, die sich direkt auf den Intellekt fokussiert hat, der dann für den sogenannten Psi-Magier am geeigneten ist. Dann haben wir noch die Mogel, gelten als im Begriff einer idealisierten Spezies. Im Laufe ihrer evolutionären Entwicklung haben Form und Erscheinung die Oberhand über Funktion gewonnen. Das ist natürlich die Sache, so wofür sind die jetzt irgendwie wichtig oder worauf könnte man sie spezialisieren. Sie sind halt ein bisschen höher vom Charisma-Wert, können halt sehr gut falschen, ansonsten haben sie halt überall durchschnittliche Werte. Wir werden uns tatsächlich jetzt für den FIP entscheiden, weil wir uns jetzt ein Psi-Magier bauen. Attribute. Lege die Anfangsattribute deines Charakters fest, um genaue Beschreibungen der Auswirkungen jedes Attribut zu sehen. Drücke Touchpad. Definiere deine genetische Struktur. So, hätten wir jetzt natürlich einen von Stärke, wollen wir auf Stärke gehen, könnten wir natürlich unseren Trigger direkt auf Stärke legen. Ihr seht, wir bekommen am Anfang 100 plus in Stärke dazu. Das ist dann halt massiv für einen Nahkämpfer. Sollte man so ein bisschen Misch machen zwischen Tank und Nahkämpfer, legt man das irgendwo hier so in die Mitte. Hat natürlich so 55, 55. So könnte man sich das legen ungefähr. Hat man einen guten Mittelwert. Sollte man komplett auf Tank spielen, legt man das natürlich komplett auf Vitalität. Möchte man ein bisschen flinker sein, ja, wie natürlich hier mit den zwei kleinen Waffen, legt man ein bisschen auf Stärke und Agilität, hat hohe Bewegungsgeschwindigkeit, Höhe und Stärkewert.
Man bewegt sich schnell und kann halt etwas erhöhten Schaden austeilen. Legt man den komplett auf Agilität, hat man halt so einen absolut wunderbaren Bewegungsgeschwindigkeitstypen. Könnte auf Fernkampf gehen. Wenn man lieber mit Fernkampfwaffen schießt, legt man das so ein bisschen auf Agilität. Möchte man so ein bisschen aus der Ferne schießen und Zauber benutzen, bewegt man sich ungefähr in diesem Bereich. Wir werden uns komplett auf den Psi-Magier denn komplett auf Intelligenz skillen. Will ich mal sehen, ob ich die 100 denn hier hinbekomme. Und ansonsten, wenn man halt so ein bisschen auf Charisma legen will, ihr seht schon, falschen, ganz einfach, hat man hier dann einen sehr guten Vorteil. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier tatsächlich die 98, da hatten wir gerade die 100. Da hatten wir wieder gerade die 100. Gut, belassen wir es bei den 99. Ist okay. Wir belassen es, haben noch einen mehr in Agilität und werden unseren kompletten Magier nur auf Intellekt skillen. Kommen wir zu den biologischen Resistenzen. Natürlich, ja klar, überall so ein bisschen resistent zu sein ist vielleicht hilfreich, ist aber nichts Richtiges. Wir werden, ein kleiner Tipp am Rande, wir werden unsere biologische Resistenz komplett auf Bio legen. Also biologische Resistenz ist ja eigentlich auch quasi Quatsch. Unsere natürliche Resistenz. So, werden wir komplett auf Biogefahr legen. Wir wollen Biogefahr so früh und so schnell wie möglich hochbekommen, weil es in den biologischen Gebieten, die halt, wo wir halt Strahlung, also biologische Strahlung abbekommen, weil da halt Giftmüll gelagert ist, bekommen wir Biopunkte, womit wir wiederum unsere natürliche Resistenz hochskillen können. Dementsprechend wollen wir da so früh wie möglich rein und wollen so früh wie möglich gegen diese Art von Strahlung immun sein, was uns dann halt sozusagen einen Schneeballeffekt gibt, weil wir halt, je früher wir in dieses biologische Gebiet reinkommen, in diesen Bionukleus, wie sich das nennt, je früher wir da reinkommen, desto früher bekommen wir mehr Biopunkte und desto früher bekommen wir unsere anderen Resistenzen halt wiederum hoch. Das heißt, je früher wir das machen können, desto weniger Strahlenanzüge brauchen wir. Es gibt halt für jede Sorte gibt es einen besonderen Strahlenanzug, den man sich freispielen kann. Aber wenn wir unsere natürliche Resistenz hochkriegen, brauchen wir diese Strahlenanzüge nicht, die es halt im Anfang und auch Mid- und Late-Game des Spiels gibt. Man muss sehr viel von der Karte erforschen, um dann halt sich die Anzüge freizuschalten. Wir werden komplett auf, wie gesagt, auf Biogefahr gehen. Wähle deinen Fellstil. Und werden uns dahingehend schon mal 25% dagegen schützen. Das letzte, die sogenannte Hypoxie-Widerstand, können wir leider nicht skillen. Das geht dann halt nur über Klamotten. Dazu habe ich schon ein Video gemacht von Honky, der uns da ganz gute Klamotten verkauft. Lediglich können wir jetzt noch unser Fell anpassen. Das ist komplett jedem selbst überlassen. Bringt keine Vor- und bringt auch keine Nachteile. Ich werde ihn hier nehmen. Der sieht ganz lustig aus. So ein bisschen gestreift, ein bisschen bunt, ein paar Augenringe von der letzten durchzechten Nacht. So werde ich ihn bestimme deine haben. Hauptfarbe. Wir können jetzt noch die Fellfarbe können wir jetzt noch verändern. Können auch hier die Helligkeit noch einstellen. Nehmen wir ihn mal auf ganz dunkel. Das ist ein ganz guter Kontrast. Und dann wähle deine Detailfarbe. So, wenn wir jetzt noch die Detailfarbe, das ist halt unser komplettes Fell. Wir könnten jetzt hier uns so einen komplett wunderbar grünen oder auch roten Dude machen. Wir lassen das Fell einfach weiß. Ist halt ein angenehmer Kontrast. Wähle eine Klasse. Kommen wir zu den Klassen. Söldner. Die Söldnerklasse ist jetzt eine aus dem Pre-Order-Paket für die Leute, die es vorbestellt haben. Können sich die Söldnerklasse auswählen. Alle anderen können sich das DLC aus dem Play Store runterladen.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein paar Euros kostet. Bin ich überfragt. Ich hab's, wie gesagt, ich habe mir das Spiel vorbestellt, hab die Söldnerklasse schon. Kann mir sie halt schon aussuchen. Die Söldnerklassen sind natürlich hier für Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeit. Rüstet zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Da haben wir natürlich diesen die Rasse gehabt, die dann so ein bisschen auf Agilität und ein bisschen Stärke sich fokussiert, die halt schnell wendig ist und höheren Schaden aussehen kann. Dann haben wir den Scharfschützen, deine Fernkampfwaffen werden sofort nachgeladen und dein nächstes Magazin erhält 20% mehr Schaden. Das sind sozusagen die Leute, die dann halt so mehr auf Agilität und Charisma gehen. Die können sich dann halt wunderbar Ausrüstung teurer verkaufen, günstiger einkaufen, Agilität sind wendig, kommen halt sozusagen schnell von den Gegnern weg und können dann mit ihren Waffen auf der Ferne Schaden anrichten. Kommando. Haben wir den Kommando, Angreife mit Fernkampfwaffen fügen dem Ziel 10% zusätzlichen Schaden zu. Das ist ganz interessant. Scharfschütze. Der Scharfschütze ist halt auf Entfernung, Kommando. Genauso wie der Kommando. Haben wir halt zwei Klassen, die sich halt auf Fernkampf spezialisieren. Scharfschützen sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von Recht und gesellschaftlichen Werten gewählt haben. Halt, wie gesagt, Gauner, bisschen mehr auf Charisma, ein bisschen mehr auf Agilität, lassen sich halt ganz Kommando. Gut falschen. Die Kommandos wurden als Agenten einer Elite-Sondereinsatztruppe ausgebildet. Kommandos sind die Arbeit in kleineren Teams gewohnt. Kommen wir zu dem Sifri, den wir natürlich nehmen werden. Ihr seht schon ganz rechts, die Werte, sie verändern sich halt nicht, außer ein bisschen mit kritischen Treffer. Wird hier ein bisschen rumhantiert. Aber ansonsten ändert sich nichts. Sifreaks experimentieren mit psionischen Kräften und Mutationen. Sie sind meist Ausgestoßene, die am Rand der Gesellschaft leben. Was haben wir? Wir haben schon den Funkball. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um einen Funkball abzufeuern. Dabei wirfst du einen Ball in die Richtung, in die du schaust und fügst dem getroffenen Gegner Schaden zu. Das ist ganz nett. Brauchen wir keine Biopunkte oder Psi-Punkte, um unsere erstmal Fähigkeiten zu kaufen, weil wir haben schon eine. Dann noch Megahorn. Deine Ki-Energie-Regeneration wird um 20% erhöht. Das bedeutet, wir regenerieren einfach schneller unsere Psi-Energie oder Mana oder wie wir sie immer nennen möchten. Saboteur. Haben wir noch den Saboteur. Der Saboteur ist ein gerissener, fähiger Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen sowohl in Vororten als auch in der Wildnis. Zwillings-Silbergriff, Nahkampf-Doppelwaffenfähigkeit. Er rüstet zwei verschiedene einhändige Nahkampfwaffen aus, um beide gleichzeitig zu führen. Schon so ähnlich wie der Söldner, aber dadurch, dass der Söldner ja eine Extraklasse ist, könnte man zur Not auch auf den Saboteur zurückgreifen. Deine Energiekosten fürs Ausweichen werden um 20% reduziert. Das bedeutet, wenn wir im Kampf halt einfach mit Kreis ausweichen, Ausweichrolle machen, kostet das uns 20% weniger Ki-Energie. Wächter. Hätten wir noch den Wächter. Dein Grundrüstungswert wird um 10% erhöht. Wächter widmen sich voll und ganz dem Schutz eines Hauses. Sie setzen sich für die Organisation als Ganzes ein und sind felsenfest von ihrem Dogma überzeugt. Saboteur, ja. Wächter. Der Wächter ist sozusagen der wahrhaftige Tank hier im Spiel. Wir gehen komplett auf Rüstung, das bedeutet, wir skillen ihn halt hauptsächlich auf Vitalität. Und auch in den Attributen können wir seinen Reiter komplett auf Vitalität setzen, bekommen dadurch mehr Gesundheit und Rüstung. Wir werden jetzt den Seafreak wählen. Seafreak ausgewählt. Ausgewählt, bestätigen. Gute Wahl. Und dann geht unser Spiel auch schon los. Jetzt haben wir hier noch dann das kleine Tutorial, wo das Spiel halt losgeht, wie wir uns bewegen, wie wir uns umschauen, springen und so weiter und so fort. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Game. Hoffe, das Video hat euch geholfen, hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bleibt sehr gerne mit einem Abo am Start, wenn ihr Bock auf mehr habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage bis dahin, tschüss.